Einen wunderschönen guten Morgen aus Griechenland. Wie herrlich ist das nicht, am frühen Morgen nach der Yoga-Runde eine halbe Stunde schwimmen zu gehen. Heute sieht es wieder richtig gut aus. Da ist Tassos. Aber trotzdem führt mich mein Weg heute weiter. Es geht weiter durch den Norden von Griechenland. Vielleicht mache ich noch 2 Stopps in Kavala und Thessaloniki. Vielleicht auch nicht. Lasst euch überraschen. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter Richtung Orizee. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Citroën Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Tschüss, George. Und tschüss, Beach Bar White. Vielleicht sehen wir uns ja mal wieder. Jetzt geht's weiter durch den Norden von Griechenland. Toilette ist sauber, Batterien werden geladen, perfekt. Geradezu sieht man die Insel Tassos und ja, wir sind in 18 Kilometern in Kavala. War wieder eine schöne Autobahn, die dorthin führt. Meine Kühlbox, die hatte jetzt nach den 2 Tagen stehen und vielleicht 3-4 Mal öffnen, immer noch 24 Grad nur. Und das bei 36 Grad im Schatten. Also ich finde, gute Isolierung. Kavala, Benzin kostet 2,26. Jetzt machen wir eine kleine Stadtrundfahrt. Und dann habe ich einen Parkplatz, wo hoffentlich ein Plätzchen frei ist. Und dann mal schauen. Herzlich willkommen in Kavala! Die Stadt ist mega schön, ein schönes kleines Hafenstädtchen. Und ich gehe jetzt hier einen Kaffee trinken. Schaut euch mal das Wasser an. Stelle zwischen Kavala und Thessaloniki und ich bezahle 2,40 €. Der vor mir muss 6 € bezahlen und LKWs zahlen 8,40 €. Hallo! Hi! Hallo, hallo! Von der Strandpromenade aus Thessaloniki. Das Auto steht da und ich bin hier
direkt an der Promenade und gehe jetzt hier in die Altstadt. Mein Plan ist auf jeden Fall heute richtig griechisch zu essen. Das habe ich ja in den letzten 3 Tagen Griechenland noch nicht geschafft. Da haben wir schon mal was, das Museum für byzantinische Kunst. Aber ich bin ja Kulturbanause, also muss ich dran vorbeigehen. Da hinten, da seht ihr den weißen Turm schon hervorlugen. Ich gehe jetzt durch einen sehr bekannten Markt hier, muss mich allerdings ein bisschen beeilen, weil er um 17 Uhr schließt und es ist 10 vor. Aber wie überall, Klamotten, Essen, Früchte, Fleisch, so, was es halt überall so gibt, ne? Und Naschereien, Nüsse und Samen, Schuhe, Pflanzen, Früchte, Fisch. Ihr wisst nicht, wie es hier riecht. Er schläft. Cool, ich sitze hier in so einem Straßencafé oder Restaurant. Ist die Speisekarte praktisch noch mit der Hand geschrieben. Und da sitzt einer und singt. Und kommt eine Frau vorbei und singt einfach mit. Der gebratene Käse ist schon mal da. Er singt noch. So, zweite Portion. Sieht ja lecker aus. Heute gibt es Sonnenuntergang. Und ich habe mein Bett gefunden, da irgendwo, ich sehe es jetzt nicht, die Sonne blendet so. Da irgendwo. Jetzt wird hier eingeparkt. Eieieiei, da will ich nicht mehr quer reinkommen. Naja. Ich hatte jetzt auf Instagram ein kleines Fazit von meiner bisherigen Reise abgeben. Und zwar bin ich ja jetzt durch 6 Länder gefahren, also raus aus Deutschland, dann durch Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien und bin jetzt in Griechenland. Und hier in Griechenland sind mir einige Sachen aufgefallen. Zum Beispiel, hier tragen die meisten Menschen von allen Ländern jetzt noch Masken. Also vor allem in Geschäften, auch die Angestellten und aber auch die Kunden. Ich habe mich einmal gar nicht reingetraut. Bei mir ist es irgendwie gerade fernab von mir. Das war das Erste. Das Zweite war, hier sind eindeutig die schlechtesten Autofahrer. Das Dritte war, ich habe die meisten Raucher getroffen. Also hier wird wirklich an jeder Ecke geraucht. Das ist mir in Deutschland nie so aufgefallen. Dann habe ich das schlechteste Internet. Also ich hatte heute mitten in Thessaloniki 2 Stunden gar kein Internet. Also ich wusste nicht, dass es
noch schlechter geht als in Deutschland. Deutschland war bisher für mich auf meinen Reisen auch so das Land mit dem schlechtesten Internet und den schlechtesten mobilen Daten. Aber die Küste Griechenlands, hier wo ich jetzt bin, über die anderen kann ich mir kein Urteil erlauben, die geht noch schlechter. Ja, aber dafür habe ich auch die herzlichsten Menschen kennengelernt. So, und jetzt stürze ich in mein Auto und fahre zu meinem Schlafplatz. Die werden sich freuen hier, weil die kommen einfach nicht da rein. Oder doch nicht, jetzt fahren sie los. Tatsächlich ist mein Spiegel noch dran. Ich staune. Ich bin angekommen am neuen Stellplatz. Da steht Venna. Es ist heute schöner Sonnenuntergang. Und hier habe ich einen Blick auf die Berge. Da liegen zwei und knutschen im Auto. Und da ist das Meer. Ich schreibe gerade am Blogpost und schaut mal. Da schaut der Vollmond durch mein Fenster. Wie schön. Hat euch das Video gefallen? Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wollt ihr weitere Videos sehen und sehen, wie es weitergeht auf meiner Tour? Dann einfach Kanal abonnieren, Glocke nicht vergessen. Morgen geht es auf den Olymp.